Ja, einige Anmerkungen zu aktuellen Themen. Vielleicht zunächst zur Steuerdiskussion. Dieses Thema ist unverändert ein wichtiges. Es geht ja darum, die kalte Progression abzuwehren, dass aus der wirtschaftlichen guten Entwicklung, die ist in Deutschland weltweit einmalig gut, nicht Steuererhöhungen werden. Denn die kalte Progression bedeutet ja, etwas mehr Verdienst und überproportional mehr Steuerbelastung. Es ist auch ein wichtiger Beitrag, den Wachstumspfad langfristig zu verstetigen und auch bei der Tarifpolitik Signale zu setzen, dass Nettoeinkommen durch steuerliche Entlastung stärker sich auswirken. Dennoch Belastungsgerechtigkeit zwischen denen, denen wir helfen, die im Schatten des Lebens stehen, und denen, die es erwirtschaften. Das ist sicherlich auch im Sinne der SPD, wenn wir eine Politik betreiben der Entlastung von kleinen und mittleren Einkommen. Wenn ich die Äußerung des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten erwähnen darf, der sich ein Stück ja schon aufgeschlossener dabei zeigt. Ich gehe davon aus, dass die Ministerpräsidenten nach ihrem Urlaub, wenn sie dort auch Gelegenheit haben, Gespräche mit den Bürgern zu führen, mit Facharbeitern, für die das ein ernstes Thema ist, dass die kalte Progression ihnen überproportional viel von den Lohnzuwächsen wegnimmt, eine andere Einstellung haben. Es steht der Tropfen, höhlt den Stein, auch bei dieser wichtigen Frage. Zweite Bemerkung, dänischen Grenzkontrollen. Meine Damen und Herren, ich halte nichts vom Boykott aufrufen, aber appelliere auch unseren dänischen Nachbarn und Freunden, dass das nicht das Bild von Europa ist, neue Grenzhäuschen. Das kann nicht die Zukunft sein. In Dänemark haben wir Wahlkampf, wissen nicht alle. Und Wahlkampf schlägt manchmal auch Entwicklungen, die nicht erfreulich sind, mit ein. Ich hoffe, dass nach der Wahl in Dänemark der Spuk zu Ende ist. Die Koalition arbeitet gut. Sie sehen ja, dass wir eine Reihe wichtiger Themen gemeinsam auf den Weg bringen konnten. Etwa die Novellierung des Terrorismusbekämpfungsgesetzes beim Wahlrecht, in Rechtspolitik, bei der Euro-Rettung, indem wir hier doch wichtige Entscheidungen voranbringen konnten. Und deshalb bin ich da sehr optimistisch, dass wir weiterhin erfolgreich sind. Wir haben erst noch nicht ganz die Halbzeit erreicht. Für die zweite Hälfte der Periode werden wir weiter gute Entwicklung voranbringen können. Wir sind gewählt für 4 Jahre, haben den Auftrag für 4 Jahre, werden noch 4 Jahre gemeinsam kraftvolle Politik betreiben.